Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das große Update von Luminar 2018. Ganz viel Spaß damit. Luminar 2018 ist mit einem großen Update seit heute am Start und es gibt viele, viele Verbesserungen sowohl für die Windows-Version als auch für die Mac-Version. Und ich durfte die Version schon vorab testen und bin wirklich begeistert. Ja? Es gibt viele Verbesserungen, die wirklich richtig, richtig cool sind. Die Hauptverbesserungen, habe ich mir jetzt hier mal ein paar Notizen zu gemacht, die werde ich dir jetzt einfach mal ganz kurz sagen. Zuallererst Speed. Also es gibt bessere, viel bessere Geschwindigkeitsperformance, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, also die RAW-Dateien lassen sich jetzt sehr viel schneller öffnen. Teilweise ist auch die Bildbearbeitung sehr viel schneller geworden. Und das hat man schon deutlich gemerkt. Ich zeige dir gleich mal, wie schnell das jetzt funktioniert, wenn man eine RAW-Datei öffnet. Und dann kannst du dir mal ein altes Video von mir angucken, wo ich Luminar das erste Mal geöffnet habe, wie lange man dort gebraucht hat, um eine RAW-Datei zu öffnen. Also das ist um Luminar gibt es an als 300% Steigerung. Das kommt ungefähr hin, würde ich jetzt mal behaupten. Dann sind Objektivkorrekturen dazugekommen. Das heißt, ähnlich wie in Lightroom kann man jetzt automatische Objektivkorrekturen anwählen. Man kann auch chromatische Aberrationen entfernen lassen und so weiter und so fort. Also das sieht ähnlich aus wie in Lightroom und ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Dann ist es besser geworden in Luminar die Bildansicht. Das bedeutet, man hat bessere Qualität in der Ansicht der Fotos. Manchmal hatte man ja da so kleine Artefakte drin und so weiter. Die sollen jetzt behoben worden sein und ich habe davon tatsächlich jetzt auch nicht mehr wirklich viel gespürt. Dann eine ganz große Sache sind die DCP Profiles. Also das ist erstmal was, was nur für Mac draußen ist, aber es ist angekündigt, dass es für die Windows-Version auch relativ zeitnah dann dafür ein Update geben wird. Das bedeutet, ich kann mit verschiedenen Profilen einfach arbeiten, ähnlich wie in Lightroom, wie zum Beispiel Adobe Standard, Adobe Farbe und so weiter und so fort. All das ist jetzt auch tatsächlich in Luminar möglich. Im Moment nur für die Mac-Version, aber wie gesagt, bald auch für die Windows-Version. Und was jetzt noch viele Windows-Nutzer freuen wird, es ist ab sofort möglich, eine Stapelverarbeitung in Luminar durchzuführen. Bisher war das ja den Mac-Usern vorbehalten. Ebenso ist jetzt das Free Transform Tool endlich auch in der Windows-Version angekommen. Man kann die Bilder jetzt auch horizontal spiegeln, vertikal spiegeln und auch drehen. Also all das ist jetzt auch in der Windows-Version möglich. Das waren jetzt mal so die Hauptfaktoren, was so in diesem Update gekommen ist. Und ich möchte dir jetzt einfach mal anhand eines Beispiels ganz kurz mal ein paar Sachen dazu auch nochmal zeigen. Luminar 2018, das ist jetzt hier schon, wie gesagt, das Update. Und wenn ich jetzt hier mal ein Bild öffnen möchte, ja, ich klicke jetzt hier einfach mal auf Bild öffnen, suche jetzt hier mal eins raus. Ich hatte hier, glaube ich, mal eins, was, ja genau, das hier nehmen wir mal. Und jetzt kannst du hier live wirklich mitverfolgen, wie das Ganze geöffnet wird. Und das geht, wie gesagt, wesentlich schneller als in der Vorgängerversion. Ja, du siehst, jetzt ist es offen. In der letzten Version, wenn du dich an mein erstes Video erinnerst, da ist das noch wesentlich langsamer gegangen. Ich muss sagen, es ist immer noch relativ langsam. Ja, wenn man bedenkt, dass man jetzt hier eine RAW-Datei öffnet, ist es immer noch langsam, aber es ist deutlich besser geworden als in der Vorgängerversion. Also da ist immer noch Luft nach oben, natürlich. Genauso wie bei Lightroom auch. Da beschweren sich ja auch alle über den Speed. Also das ist eigentlich immer so das Hauptkriterium bei jedem Bildbearbeitungsprogramm. Geschwindigkeit muss her, weil man halt nicht viel Zeit hat. Ja? Aber es ist, wie gesagt, besser geworden und ich finde, das ist doch eine ganz coole Sache. So, die nächste Sache, was ich ja schon angesprochen habe, hier oben hat man jetzt neben der, also in diesem Filter RAW-Entwicklung, habe ich jetzt hier neben dem Anpassen auch noch Objektiv und Transformieren. Ja? Also wenn ich jetzt hier auf Objektiv klicke, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, ähnlich wie in Lightroom, die Objektivverzeichnungen entfernen zu lassen automatisch. Das dauert jetzt hier auch wieder einen kurzen Moment. Ja, also Luminar ist nach wie vor nicht das schnellste Programm. Es ist schneller geworden, aber es ist immer noch leider nicht das schnellste. Ja, dann ebenso kann ich jetzt hier die chromatischen Aberrationen noch entfernen. Und theoretisch könnte ich jetzt hier auch auf Rand entfernen klicken, falls jetzt hier durch die Objektivkorrektur irgendwie dann was abhanden gekommen sein sollte. Ich kann hier auch manuell die Objektivverzeichnung noch vornehmen. Ja, du siehst es jetzt hier, kann ich so oder so in die eine oder in die andere Richtung machen. Brauche ich jetzt hier nicht, weil das hier auch schon automatisch geschehen ist. Genauso kann ich jetzt hier in das Transformieren-Werkzeug reingehen und zum Beispiel hier das Ganze noch ein bisschen vertikal kippen, wenn es denn nötig wäre. In dem Fall ist es das nicht, weil das Ganze mit einem Tilt-Shift-Objektiv fotografiert wurde und daher sind die Gebäude hier alle schon vertikal gerade ausgerichtet. Ja, aber ich habe auch hier jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel hier den Senkrechtslider so rumzudrehen, so rumzudrehen. Also das kennt man ja alles hier auch schon aus Lightroom. Das ist eine sehr, sehr coole Sache.
Und genauso geht es jetzt hier weiter. Ich gehe jetzt mal wieder auf das Anpassen-Feld hier. Und ich kann jetzt hier verschiedene Profile auswählen. Also aktuell ist hier Lumina Standard ausgewählt. Ich habe jetzt hier auch externe Profile, wie zum Beispiel Adobe Standard. Und dann auch alle Kameraprofile. Ja, also ich fotografiere mit einer Nikon, wenn du zum Beispiel mit einer Canon oder einer Sony oder was auch immer fotografierst, dann wirst du hier wahrscheinlich andere Profile drin haben. Aber das sind jetzt erstmal so die, die mir hier vorgeschlagen werden. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Camera Landscape gehe, dann siehst du, wie das Bild ja so einen kleinen Tick anders interpretiert wird. Also ein bisschen mehr Kontrast ist da drin. Oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Porträt gehe, dann wirst du auch dann sehen, dass das Bild hier sich etwas ändert. Hier unten ist es ein bisschen heller geworden zum Beispiel. Ja, also das ist jetzt ähnlich wie in Lightroom und eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. Wie gesagt, das ist jetzt was, was noch nicht in der Windows-Version leider draußen ist, aber mir wurde gesagt, es kommt sehr, sehr bald. Also habt da noch ein bisschen Geduld, die sind da dran und ja, ich kann auch nur sagen, was ich gesagt bekommen habe, aber da sollte es auf jeden Fall auch bald das nächste Update dann für die Windows-Nutzer geben. Ja, ansonsten das Free Transform Werkzeug und so weiter für die Windows-Nutzer. Ich arbeite jetzt hier gerade mit einem Mac, aber das könnt ihr natürlich dann auch genauso ausprobieren wie in der Mac-Version, wie es die jetzt hier schon gibt. Und von daher brauche ich da jetzt gar nicht mehr weiter groß drauf eingehen. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein lohnendes Update. Es ist kostenlos. Ja, das ist erstmal das Wichtigste wahrscheinlich für alle. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Und es sind wirklich schöne Verbesserungen mit dabei, die man auf jeden Fall ausprobieren sollte. Und wenn du Lumina noch nicht hast, dann solltest du auf jeden Fall, denke ich, zuschlagen, weil das Programm kostet einmalig 69 Euro. Ich habe noch einen Promocode dazu. Das bedeutet, du kannst nochmal 10 Euro sparen und kriegst das ganze Programm für einmalig 59 Euro. Und dann hat man ein Bildbearbeitungsprogramm. Und gerade wenn man mit Adobe, mit der Preispolitik vielleicht nicht so einverstanden ist, dann ist das hier wirklich eine schöne Möglichkeit, wie man das Ganze umgehen kann. Und man hat ebenso schön einen RAW-Converter. Ja, also einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da ist ein Affiliate-Link von mir drin. Es kostet dich nichts, es tut dir nicht weh, wenn du darauf klickst. Ich verdiene daran ein bisschen was, du kannst damit den Kanal unterstützen. Und wie gesagt, wenn du den Promocode dazu noch verwendest, der unten drunter steht, dann kriegst du nochmal 10 Euro Rabatt. Also, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen zu dem neuen Lumina hast, einfach unten in die Kommentare damit. Wir können darüber auch gerne diskutieren. Und ansonsten den Kanal natürlich abonnieren für weitere Videos. Ansonsten schau auch mal auf meinem Online-Store vorbei. Da gibt es sehr viele Videotrainings und auch Workshops. Falls du da Interesse daran hast, mit mir mal unterwegs zu sein, dann würde ich mich das natürlich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!